Willkommen zurück zu Super Mario 3D Land. Heute machen wir weiter mit Welt 6-4. Und wir haben im letzten Part eine Bumerangblume bekommen. Und haben jetzt hier den Bumerang. Oh, na toll. Dit, dit, dit. Dit. Ein netter Beat, möchte man meinen. Aber man muss hier wirklich auf die Musik achten. Was willst denn du? Und je nachdem lösen sich die Blöcke auf. Oder entstehen. Remix! Na, ihr werdet heute Nacht davon träumen. Ich habe Angst, dass die mir meine Bumerangblume wegnehmen. Die ist so wertvoll. Oh, was macht ihr denn? Und ich falle runter. Was zur Hölle? Haben die versucht, mich zu attackieren, oder was? Dot, dot, dot. Remix! Dit, dit, dit. Ich find's wirklich nice. Es hat was. So simpel und doch so cool. Also. Willst du auf mich draufspringen? Ah, logischerweise, der hat ja einen Stachel auf dem Kopf. Okay, mein Fail. Naja, haben wir halt den Tanuki wieder, ne? Da ist eine Starcoin, das sieht man. Bam, bam, bam. Let's go! Oh, könnte ich den ganzen Tag spielen, das Level. Oh, das geht rückwärts. Achtung! Nicht einfach drauf jumpen. Nein, 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 geh nicht rein. Da oben ist doch bestimmt noch was. Ich sehe da sogar einen Schatten. Ich glaube, ich habe einen Schatten hier. Tanuki geht das auch locker. Bislang fast dieselben Verstecke, was die Starcoins angeht. Wie kommt's? Ja, sehr gut. So würde ich das sehen. One up. Echt geil. Oder schreibt's in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lame oder geil. Ich finde es eine gute Abwechslung. Hui. Ja, man hat wirklich versucht, das noch ein bisschen mit Musik zu machen. Das macht dann wirklich eine gute Atmosphäre. Lieber Scholli. Man braucht die Dinger mit dem Tanuki gar nicht. Och, nee. Stirb. Boom, bats, boom. Hell yeah. Boom. Boom, boom. Oh, Hilfe. Echt episch. I like. Da kommt bestimmt das Ziel. Na, nein, Doppelnein. Och, ich bin doch ein Lappen. Ach, es könnte gehen, warte mal. Vor allen Dingen so. Und dann bin ich so blöd. Ja, ein bisschen zu wenig Anlauf und zu früh abgesprungen. Was soll's? Oh, 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 oh. Aber wirklich tolle Ideen. I like. Was haben wir denn jetzt Schönes? Da muss man bezahlen für die Galaxie. Mal gucken. 60 Münzen. Das ist schon eine ordentliche Pressstange. Aber wir bekommen sie ja immer wieder zurück. Ne? Hier. Nur gucken, ob du hast. Und dann kriegst du wieder. Relativ sinnfrei. Einfach alle Sternmünzen sammeln, Freunde der Nacht. Dann habt ihr keine Probleme. Und das hier schön ist, da ist doch bestimmt irgendwo was versteckt, was Verruchtes. Ja. Bislang wenig. Bis nichts. Schup. Sieht aber nice aus. Gerade die Eisblöcke sehen irgendwie cool designt aus. Coole Textur. Fotorealistisch. Na, ich mag's. Okay. Alles klar. Wo läuft doch hier bestens? Okay. Tanuki. Und jetzt unten oder oben? Da ist die Sternmünze. Achtung, Achtung. Bevor dich irgendwie auflöst oder was weiß ich, was du machst.
Und was mache ich jetzt? Ich werde bitterlich weinen. Gehen wir nach links. Wow, nicht so viel. Wieder nach rechts und gucken, ob das Ding wieder da ist. Ist nicht wieder da. Rette dich. Ja, da habe ich aber jetzt ein Problem, ey. Hä? Da geht's hoch. Nee, geht nicht. Das sieht nur so aus. Man kann auch keinen Wandsprung machen. Na komm schon. Das darf nicht sein. Nein, doppelt. Ach, Kinders. Ja, das war lame von mir. Ich habe halt nicht mit der Sternmünze kalkuliert. Und mich dementsprechend in die Bredouille gebracht. Oh, Fremdwörter, was? Ich muss so ein bisschen auf das allgemeine YouTube-Niveau runter. Ey, alter Krass, ey, guckst du? Nee, kann ich nicht. Außerdem sind wir eine hochintellektuelle Gesellschaft hier. Ja, wir sind die Zukunft. Leute. Nee, ernsthaft, was mir auffällt, von mir selber und auch von euch, also meine Eltern, Großeltern, beziehungsweise ich habe keine Eltern mehr, lol, aber immer Fernsehen. Fernsehen. Ich weiß nicht, ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Ich gucke Fernsehen, wenn Deutschland spielt oder irgendein Fußballspiel ist, eine Live-Übertragung. Aber sonst gucke ich gar kein Fernsehen mehr. Ich weiß auch nicht. Weil man auf YouTube oder sagen wir im Internet irgendwie alles anschauen kann. Oder im Internet gucken. Willst du Nachrichten gucken? Gehst du auf eine Nachrichtenseite. Willst du irgendeine Comedy-Serie gucken? Guckst du. Was weiß ich mal. Jeder weiß ja. Ne? Irgendwie gucke ich gar nicht mehr so Fernsehen. So wirklich. Wie geht's denn euch dabei? Seid ihr permanent vor der Glotze? Ich finde, das ist doch langsam Vergangenheit. Und das war schon ein bisschen Ziel von YouTube, das moderne Fernsehen zu bilden. Beziehungsweise haben sie mal gesagt, wir wollen ja Fernsehen ablösen, kann man jetzt auch nicht so salopp sagen. Aber ich glaube, wenn sich das Internet weiter so entwickelt, man weiß ja nie, wie es weitergeht, ja. Vor allen Dingen bei dem Internet, gibt es ja entsprechend nur sehr kurz erst das Internet. Ja. Oder mit diesem Gebrauch. Oder mit YouTube. Das ist schon, wenn, sag mal, die Fernsehgeneration ausstirbt, hört sich jetzt bitter an, aber ja, dann YouTube. Aber ich glaube, da gibt es schon wieder was Neues, an das wir gar nicht denken. Was man in den 80er Jahren konnte man auch nicht vorstellen, wie das heutzutage funktioniert mit YouTube und Let's Plays. Gespannt warten auf den Part seines Lieblings-Let's Players. Ja, das konnte man sich ja damals gar nicht vorstellen. Genauso glaube ich, Achtung, Starcoin. Dass wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, was man in den 30er Jahren macht. Ja. Aber ich glaube, das kann schon gut darauf aufbauen. Das Internet ist schon episch. Stell dich doch mal vor, ihr werdet in den 70er Jahren, hättet ihr leben müssen. Hm. Oh Gott. Ohne Handy. Ohne Internet. Ja, bitter, ne? Oder im Krieg. Aber jetzt wird man zu tiefsinnig. Wir haben dieses wunderschöne Level gelöst. Mit allen Starcoins und allem drum und dran. Da bin ich ja schon sehr stolz auf mich. War's das schon wieder mit der Welt? Aber wir haben doch eben erst die Welt betreten und jetzt kommt schon wieder das Luftschiff. Okay. Ja, dann mal rauf auf den Schinken. Gucken wir uns mal an, was da so los ist. Ziemlich oft die Luftschiffe. Aber vielleicht besser, mehr Luftschiffe zu machen als Schlösser. Damit die Schlösser ein bisschen spektakulärer rüberkommen. Jetzt auch mit euch am Start. Hallo? Obwohl, ihr wart das beim letzten Luftschiff schon dabei. Aber es war nicht so scrolling-mäßig, oder? Was war mit der Starcoin? Sollte das ein Versteck sein? Autsch. Da. Ups. Oh, Risiko. Okay, da haben wir wieder den Tornugi. Müssen wir wieder. Jo, ist klar. Ach, Kind. Hey, ich hab die Sternmünze. Yeah, ich hab die Sternmünze. Wie konnte ich denn da sterben? Ja, wahrscheinlich einfach, weil ich aus dem Bildschirm raus war. Das wird Grund gewesen sein. Bonbons. Bomben. Das ist doch wirklich kein Versteck. Findet doch jedes Kind. Ah ja, das Spiel ist ja auch für Kinder konzipiert worden.
Außerdem, in jedem von uns steckt noch ein Kind. Was sich freut, wenn deine Sterben so einfach ist. Nein. Bis. Wandsprung können wir auch nicht machen. Bringt schon. Schade, Schokolade. Tja. Wird eine lange Lacht? Lange Lacht. Da wird lange gelacht, liebe Freunde der Nacht. Oh. Kein Problem. Ich will einfach das Level mehrmals mit euch genießen. Das ist der Grund! Boah. Nimm die Dings, damit wir gleich einen Tanuki bekommen. Achtung. So, und jetzt gleich, mach doch mal schon. Nee, so halt irgendwie. Okay. Halbwegs in Ordnung. Fies. Oh, Max, ich jetzt sollte Sternmünz aufhalten. Mach doch mal. Schon böse Stelle, oder? Da sehe ich sie. Wandsprung? Sternmünzi! So. Nein! Wir waren zu weit draußen. Hey, das Level ist gar nicht mal so einfach. Okay, vielleicht stelle ich mich nur an wie ein abgelaufener Joghurt, aber... Ich mag's. So ein bisschen fordern. Ist doch mal nice. Oder einfach, weil es ein Scrolling-Level ist. Weil ich bin ja so begeistert von Scrolling-Leveln hier, wisst ihr's? Ihr kennt das. So, hier, her damit. Und gleich nehmen am besten, so gar nicht lang aufhalten. Und dann zack, bum, 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 bum. Bum, bum, bum. So, hoch. Ha, zack. Läuft doch superb. Ein bisschen mit dem Bum-Bum-Fußballer gespielt. Sehr schön. Ja, hier in Sicherheit. So, zack. Jetzt machen wir das mal richtig mastermäßig so. Und zack, hoch. Können wir ruhig ein Momentchen warten. Wie ein Klappspaten. Zack, na also hier, alles dufte. Dann werden wir jetzt noch Bum Bum wegbummern. Oh, hier ist aber alles pink, da kommt bestimmt Pun Pun. Also diese weibliche Variante von Bum Bum. Es ist die Schwester, die Verlobte. Die Schwiegermutter, man weiß es nicht. Macht nichts. Ich glaube, die kriegen wir. Auch wenn sie hier so ein bisschen Feuer für Feuer gesorgt hat. Wahrscheinlich einfach nur ihre Privatsauna. Hey. Die ist echt gut. Die ist echt gut. Oh, wow. Ich habe aber keine Lust mehr, das Level zu verlieren, du. Hey, man ist so komisch, man muss ja selbst springen. Und dadurch ist man gefährdet. Was das angeht. So. Jetzt auf Bumerang aufpassen. Geil gemacht, geil gemacht. Wow, das hat richtig gefordert. Ich bin schon ein bisschen begeistert gerade. Gefordert im Sinne von Super Mario 3D Land. Ja, wir haben schon genug schweres Zeug gezockt. Jetzt bloß nicht hier runterfallen, sonst erwürge ich mich selbst. Versteckte Blöcke. Ja. Na also. Oh, schaffen wir es dran zu springen als Mini-Mario? Natürlich. Wer stellt das denn in Frage? Nee, geil gemacht, ich freue mich. Das war mal ein Schwierigkeitsgrad, den es in diesem Level nicht gab. Nennen wir ihn mal Mittel. Normal. Nee, echt geil. Ich wusste gar nicht, dass mir Luftschiffe so viel Freude reiten können, so ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Gut. Welt 7, der nächste Brief. Na. Da liegt er. Hat einen Tanuki-Schwanz. Aber klar doch. Aufpassen. Und? Die ganze Welt ist hinter ihr her. Das sieht nicht besonders gut aus. Könnte auch meinen, so langsam gehen den Entwicklern die Ideen aus, was sie da für Bilder
reinzaubern sollen. Oh, die Farben! Ah, die Farben! Was für eine Farbe? Welt 7 mag ich schon mal gar nicht. Was ist das? Ich habe so eine Schwäche dafür. Ich kann das nicht auseinanderhalten. Rosa, Pink, Lila. Lila ist es nicht, das ist Pink. Das ist Pink. Okay, Unterwasserwelt. Mit einem fünfblättrigen Kleeblatt. Nee, das ist kein Kleeblatt. Okay, Leute. Ansonsten könnte man meinen, das ist einfach so ein Aquarium, ne? So einfach, wie es in der Arztpraxis steht, mit so einem Kugelfisch drin, ne? Sehr nice. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen hoch, würde ich mich sehr drüber freuen. Und verpasst nicht den nächsten Part. Also, Freunde, bis dann und ciao.